Hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Mädchen, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Junge, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Freunde, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Leute. Das ist mein Intro für Videos. Hallo, guten Abend, liebe Freunde, hier ist nochmal alle traurig. In diesem Video möchte ich mich erklären, wie ich Brüche separierend rechnen kann, ja, die Brüche separieren konnte. Okay, und das ist ganz verschiedene Methoden und verschiedene Rechnungszahlen, Einheiten und sowas. Ich möchte ganz am Anfang und einfacher berechnen, ja. Okay, erste Aufgabe fange ich an. Okay, nehme ich erstmal ganz einfacher, ja. Das ist schade, dass meine 5 Zehntel minus 2 Zehntel. Das ist ganz einfach, dass ich gleiche Nenner habe und einfach separieren und die Nenner sind gleich und ganz einfach. Ja, 5 minus 2 ist 3. Ja, 3 Zehntel. Ja, 3 Zehntel. Und das Ergebnis ist echter Bruch, ja. Echter Bruch. Echter Bruch bedeutet Zähler kleiner als Nenner. Und das heißt echter Bruch. Und das habe ich gerechnet. Manchmal kann sein, dass unechter Bruch Ergebnis kommen, ja. Und zum Beispiel jetzt möchte ich das machen. Okay, und jetzt möchte ich das, 30. Dritter minus 5. Dritter. Das ist auch einfacher, weil ich gleiche Nenner habe. Und einfach die Zähler separieren, was hier steht. Wenn Plus addierend und sowas, wenn Minus ist Minuenten, ja. Und 30 minus 50 ist 25, ja. 25, ja, so, das ist der Dritter. Das ist unechter Bruch, weil Zähler größer als Nenner und das ist auch Ergebnis. Aber vielleicht manchmal kann man das einfach kürzen. Kürzen bedeutet, wenn man einer Seite zum Beispiel die Zähler durch 3 mache ich mal, was kommt und muss die Nenner auch dann durch 3 sein. Erstmal 25 durch 3. Und das geht nicht leider. Ja, und das ist die einfache, die Aufgabe schon als unechter Bruch erledigt, ja. Und das möchte ich noch eine Aufgabe machen und hier ist das ganz auch anderes vielleicht kann sein, ja. Und hier möchte ich einfach 5 minus 2, 5 minus 2, ja, 20. Und was ist das? Und hier ist kein Brüche. Und hier ist kein Brüche. Ja, ist kein Brüche, aber das bedeutet genau so, dass ihr nochmal schreibt, ja? 5, 1 minus 2, 2. Genau so ist das. Die 5 bedeutet 5 Ganzer oder 5 Eintel. 5 Eintel. Ja. Und das ist die gleiche. Wenn das rechne ich, muss erstmal ich die Nenner gleich machen. Wie das geht, die Nenner, zum Beispiel 2 durch 1 entweder erweitern oder kürzen. In diesem Fall gibt es zum Glück vielleicht beiden. Wenn man das kürzen, muss die Nenner durch 2. Okay, die Nenner durch 2, ja. Ja, durch 2 gleich ist 1. Wenn die Nenner durch 2, muss die Zähler auch durch 2. 2 durch 2 ist auch 1, ja, hier das. Ja, okay, 2 durch 2, so gleich 1. Und jetzt können wir, kann ich das rechnen einfach, ja. Okay, 5 erster. Minus 1
erster. Und jetzt kann ich das genau rechter, ja? 5 minus 1 ist 4. Ja, 4. 4. 1. 4. 1. Und das ist ganz gut 4. 1. Entweder kann man auch das 4 ganze schreiben, aber besser mit Brüchen muss er erstmal immer, ja? Und das ist sehr gut und das Aufgabe habe ich erledigt und das möchte ich erstmal dieser alles delete machen und möchte ich eine ganz andere Aufgabe, neue Aufgabe machen. Okay, und das möchte ich diesmal anderes machen, ja? Und auch anderes bei dreimal haben, ja? Zum Beispiel, ja, erstmal 2, dritter, minus. Ja, ach so, 2, dritter, ach so, nochmal minus. Und hier ist 1, zum Beispiel, ja, dritter. Und das ist auch die gleiche Nenner, habe ich. Das ist sehr einfacher, aber die Nenner ist ganz verschiedene Zahlen, ja. 2 minus 2 ist 0, 0 minus 1. Und einfach muss rechnen, ja. 3. Nicht 3, 2 minus 2 minus 1, ist minus 1, ja, es, hier kommt das, so minus 1, ja, okay, hier kommt das Ergebnis, also minus 1 dritter, und das ist das Ergebnis, das jetzt habe hier, minus 1, ja, das habe ich mit meinem Taschenrechner gerechnet, und vielleicht kann manchmal ganz anderes sein, ja. Zum Beispiel 3 zweiter und 1 dritter, nochmal minus 1 zweiter. Bei dieser Aufgabe, ich verstehe auch nicht so viel, aber erstmal probieren. Probieren kostet nicht, ja. Und am ersten habe ich gesagt, ich erzähle mich selber. Das ist selber verstehen und das mache ich auch im YouTube. Vielleicht kann jemand auch sehen, was ja, das ist auch. Ja, okay, ich versuche diese erstmal machen. Ja, die Nenner muss erstmal vergleichen, wie gesagt habe. Okay, erstmal gucken, wie das vergleichen. Ja, ganz vernünftig. Aber ich kann nicht vernünftig hier denken. Du kannst noch viel vernünftiger denken. Ich in diesem Fall rechne ich ganz alles multiplizieren. 2 mal 3, 6 mal ist 12. Hier habe ich 12 Nenner. Hier habe ich 12 und das die Zähler soll auch so sein, ja? 3, 12, 3 ist 9, ja? Hier mache ich es mit 9, ja, okay, einmal, 2 ist, mache ich 2 und, ja, ist 2, so ist das, ne? 9, 9 minus 2 ist 7, ja, 7. Ja, hier ist ja auch so 7. Ja, hier ist ja auch so 7. 7 minus 1 ist 6. Ja, ist 6. Und jetzt kommt vielleicht 6. Ja, okay. Und das habe ich so gerechnet. Und das kann man natürlich weiterrechnen. Mindestens im. Erstmal mache ich 3. 6, 6 durch 3 ist 2. Ja, 2 und 12 durch ist 4, ja, okay. Und das mache ich, ja, durch 3 ist 2 und hier ist auch durch 2 ist 4. Ja, ist 4 und kann man noch weiter, ja, und 2 durch 2 ist 1 und 4 durch 2 ist 2. Und das ist das echte Ergebnis, ja, in diesem Fall. Vielleicht in diesem Bereich, ich sage nochmal, liebe Freunde,
ich verstehe nicht so genau, wie ich gesagt habe. Wenn dieser Bereich habe ich irgendwo falsch gemacht, das entschuldige ich mich. Ja, und ich möchte mich selber lernen und das Video mache ich auch im YouTube. Vielleicht gibt es auch ein bisschen falsch, aber YouTube habe ich auch so viel falscher gesehen, aber es ist so beim ja. Und das Video hier ist beendet und ich danke dir, dass du mein Video geschaut hast.